Leute, ich bin Lukas und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Wir reagieren heute mal wieder auf die krassesten, viralsten Shorts auf YouTube. Ich bin ultra gespannt, was wir heute alles finden werden für Shorts. Und ich würde sagen, Leute, wir starten direkt rein. Wie gesagt, let's go. Hättest du lieber 4 Euro oder soll ich jemand anderem das Doppelte geben? Ich würde sagen, gib jemand anderem das Doppelte. Willst du 8 Euro immer jemand oder anderem. Soll ich jemand anderem das Doppelte geben? Verdoppeln und jemand anderem geben. 16 Euro oder jemand anderem doppelt? Verdoppeln. 32 Euro oder den nächsten das Doppelte? Ich würde sagen, verdoppeln. Willst du 64 ja. Euro jetzt oder jemand anders das Doppelte? Verdoppeln, verdoppeln. 256 Euro. Verdoppeln, 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 verdoppeln. Jetzt ist es zu spät, um aufzuhören, ne? Nee. Nee, ist es nicht! Verdoppeln, 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 verdoppeln! Oh mein Gott! Verdoppeln, verdoppeln, verdoppeln! Hören Sie, ich bin heute im Gönnermodus und möchte Ihnen 524.288 Euro geben. Ach, übel, nice, aber hat es mit einer Art Challenge zu tun? Oder jemand anderes kriegt das Doppelte? Verdoppeln! Mäus, ich glaube, ich habe Scheiße überhaupt beim Verdoppeln. Wie viel schuldest du? 1.048.576 Euro. Hättest du lieber 4 Euro Feier oder soll ich jemand anderen? 500 Euro! Was muss ich machen? Wenn du schaffst, das ist ein Rätsel, aufgepasst, wenn du schaffst, diesen TNT-Block zu zünden, aber du darfst ihn nicht selber zünden und kein Redstone verwenden. Du hast eine Minute Zeit. 500 Euro ab jetzt! Du hast auch so Langeweile, ne? Warte mal, ich soll das TNT zünden, ohne es selber zu zünden. Creeper? Vielleicht? 99% aller Leute wissen das. Ich hab's, ich weiß, wie ich's mache. Ha, das ist es! Hab ich irgendwas vergessen? Was machst du jetzt? Ach so, im Creative-Modus. Aber das ist auch Redstone, lol. Jetzt mache ich einfach den. Nein. Und zap, zarab. Nein. Boom. Nein. Nein. Boom. Das ist Redstone. Du hast Redstone benutzt. Ja. Du darfst kein Redstone benutzen. Soll ich auflösen? Ja, wie soll ich das denn machen? Ich behalte die 500 Euro und ich zeig dir jetzt, wie das geht. Mit einem Creeper. Es ist super einfach. So. Nein. Kannst du TNT zünden für mich? Yo. So, so einfach ging's. 500 Euro. Was so schlecht, Digga. An dieser künstlichen Intelligenz scheitern sogar die besten Fußballprofis. Dieser Roboter soll quasi unschlagbar im Elfmeterschießen sein. Selbst Spieler wie Neymar, Griezmann und Weltmeister Messi sind an ihm gescheitert. Lol. Ich habe es mir zur Lebensaufgabe gemacht, die KI zu besiegen. Aber krass. Das gelingt mir nur in der besten Form meines Lebens. Also habe ich angefangen, an meiner Elfmetertechnik zu arbeiten, um meine Präzision zu verbessern. Mit Gewalt hat das allerdings nicht so gut funktioniert. Aber dann kam mein großer Moment. Ich glaube, ich bin bereit. Also bin ich mitten in der Nacht zum Flughafen gefahren, 1000 Kilometer nach Barcelona geflogen, um mit der Metro zum größten Stadion Europas zu fahren. Hier stehe ich dann vor der größten Aufgabe meines Lebens. Ein Schuss, ein Ball und ein Roboter im Tor. Ich glaube, er schafft's nicht. Zack, Treffer. Mäh, sie bebt. Wenn ihr wissen wollt, was der geheime Preis ist, dann folgt jetzt rein. An dieser künstlichen Intelligenz. Jo, wahrscheinlich schafft er das dann so random mit so einem komischen Schuss. Kann ich es schaffen, einen Salto über das Dreifache meiner Körpergröße zu machen? Zum Warmwerden habe ich erstmal mit 1 Meter angefangen und weil das so leicht war, habe ich direkt mit 2 Meter weitergemacht. Dann habe ich die Distanz auf 3 Meter erhöht und auch da hatte ich noch ziemlich viel Luft nach oben. Oh, dann habe ich noch einen weiteren Meter draufgelegt und jetzt musste ich schon wirklich sprinten. Aber weil ich es immer noch geschafft habe, habe ich direkt weiter erhöht und den Sand etwas weicher gemacht. Das ist jetzt einfach nur noch ein halber Meter weniger als mein Ziel und ich habe es einfach immer noch geschafft. Alter, also musste ich die Distanz nur noch um einen halben Meter erhöhen, um mein Ziel von 5,5 Metern zu erreichen. Ey, das ist krank. Und während ich fliege, kommentiert mal, wie weit ihr gekommen wärt. Ich habe die 5,5 einfach geschafft. Alter, kann ich es schaffen, Maschine, einen Salto über das... Der Gegenstand ist ein Stein und das Ende wird... blutig. Ich habe den Verdacht, dass mein Freund sich heimlich mit anderen Frauen trifft. Also musste ein guter Plan her, um das Schwein zu exposen. Ich wartete, bis er abgelenkt war, nahm mir dann seine Fußballschuhe und füllte sie heimlich mit Steinen. Wenn er sich das nächste Mal zum Fußball verabredet und wirklich dorthin geht, sollte er die Steine auch bemerken. Wenn er sich aber mit anderen Frauen trifft, dann sollten die Steine noch in seinen Schuhen sein. Es ist der perfekte Plan, um rauszufinden, ob mein Freund mir fremd geht oder wirklich mit seinen Freunden Fußball spielt. Bro. So, hä, natürlich, man merkt so oder so Steine, okay. Spielen geht. Hey Schatz, ich bin wieder da. Hey, und? Ist irgendwas vorgefallen? Nö, eigentlich nichts. Ich bin nur fix und fertig und will mich jetzt aufs Sofa schmeißen. So, mal gucken, ob er wirklich Fußball spielen war.
Lügner. So, wie erklärst du dir das? Hä? Was meinst du? Was ist? Ich liebe dich. Der Gegenstand wow. ist... Ich hatte nie wirklich Angst vor Hunden, aber als kleines Kind ist natürlich jeder Hund voll krass. So. Sogar der Chihuahua war damals gefährlich für mich. Ja, safe. Ich kam da so ein Baby-Pitbull und der hat natürlich Lust zu spielen, weil der ist halt ziemlich jung gewesen, ne? Aber das Problem ist, wir hatten alle Angst. Und wir haben es auch gesagt, der Besitzerin, dass wir alle Angst haben. Sie lässt den Hund sogar noch frei, der Hund läuft zu uns. Die Ersten haben schon angefangen zu weinen und die sind nach Hause gerannt. Die anderen sind irgendwie bei Leuten geklingelt und wollten einfach nur die Haustür und so. Es war wirklich schlimm. Im Real Talk, ich erzähl's jetzt so aus Spaß, aber... Und dann habe ich gesehen, der Hund hat einen Kollegen von mir angegriffen, der viel jünger war als ich. Und ich weiß nicht wieso, irgendwie aus Reflex bin ich dann zu ihm gelaufen, so beschützerinstinktmäßig. Und ich hatte damals ein Skateboard dabei. Ich habe das in Richtung Hund geworfen, es tut mir auch leid, Hund. Ich habe ihn aber nicht getroffen. Aber danach ist er auf mich aufmerksam geworden. Und danach sind wir, keine Ahnung, wie viele Runden durch den ganzen Hof gerannt, weil er mich die ganze Zeit verfolgt hat. Und danach wurde der Hund richtig aggressiv. Oh nein. Ich bin in Richtung Besitzerin gelaufen und so, sie hat den Hund dann gefangen. Aber sie hat so voll entspannt reagiert. So, nimm doch deinen scheiß Hund an die Leine. Bro, wir hatten mal Angst. Ich hatte nie wirklich Angst vor Hunden, okay. Aber als kleines Weird, Ding ist... Leute. Hallo, will ich dir ein Bier geben oder jemand anderes doppelt? Oh, danke schön, nehme ich gerne auch. Entschuldigung, wollen Sie das Bier haben oder ich frage den Nächsten und er kriegt das Doppelte? Ja, gerne, danke. Wollen Sie das Bier haben? Wenn nicht, dann kriegt der Nächste, den ich frage, 2 Bier. Ah ja, ich kenne den Trend. Bin ich der Erste, der gefragt wird? Nee, aber wollen Sie der Erste sein, der kein Bier will, weil dann bekommt der Nächste 2 Bier. Hallo, soll ich dir ein Radler geben oder soll der Nächste 2 Radler bekommen? Aber sicher, dass du kein Radler willst, weil der Nächste bekommt es doppelt. Soll ich dir eine Faust geben oder gleich 2? Nee, passt, danke, wie sehr ist es. Radler nicht so beliebt, ne? Oder jemand anderes doppelt? Passt, jemand anderem doppelt. Hallo, ich hab hier 3 Kisten Radler. Wollen Sie die 3 Kisten haben oder soll der Nächste, den ich frage, das Doppelte bekommen? Hallo, ich hab da hinten einen ganzen LKW voller Radler. Wollen Sie den bekommen oder soll der Nächste es doppelt bekommen? Du wirst es niemals glauben. Wir gucken mal, was sollen wir nicht glauben? So stark kann ein Baseballwurf sein. Oha. Was? Niemals, Bro. Niemals, er geht weiter. Den letzten schafft er nicht mehr. Da gehen immer noch mehr. Den letzten schafft er nicht. Niemals. Was? Ist das krank, Alter? Ein Wurf? Yo, na fam, das, also wenn, nein, das ist unmöglich. Bro, das ist unmöglich, das ist nicht möglich, das ist auch nicht möglich. Spider-Man, oder was? Ja, wahrscheinlich. Oh mein Gott, er nimmt nur die Cola rein und nicht diese Verdünnungswasserzeug da. Geil! Der hat Leben durchgespielt. Nein, wie geht das? Wie soll das gehen? Alter, lasst ein Abo da, wenn ihr das nicht glauben könnt. Krass. Wie krass ist das? War ein cooler Clip, ja, von Mark. Du wirst es niemals... Ich habe mir alle Würfel im Laden gekauft. Oha. Weil ich den blauen Pilz brauche. Fast 100 Euro dafür ausgegeben. Oha, mega jetzt cool. Hier wieder nicht drin ist. Einfach Super Mario Lucky Blöcke. Starten mit Nummer 1. Keine blauen Flecken. Blau. Oh. Eine Goldmünze. Alles gut, wir haben noch 3. Okay, nächster. Es ist orange. Es ist was Blaues drin. Oh mein Gott. Oh, dass ich mal Glück cool, habe. Ne? Von Lush sind die, glaube ich. Bruder, was ist das? Es ist nicht der Pilz. Ja, das ist eine Eisblume. Ich meine wirklich, ich kann das nicht mehr. Wir sind jetzt schon bei 36 Euro Verschwendung. Wir haben noch genau 2 Stück. Der Druck steigt. Bitte sei da drin, bitte. Ich kann das mental nicht. Es ist blau. Ein Stern. Oha. Ein Stern. Voll nice. Das ist jetzt mein letzter Würfel. Meine letzte Hoffnung. Auf TikTok bleibe. Ich lasse das Nisa jetzt Wieso, machen. Was muss Nisa, da drin, machst du den sein, Würfel oder? Bitte auf? Wie gut kannst du bitte die Stimmen nachmachen an besten Dedi? Meinst du Teddy oder was? Ich versuche mal jetzt alle Stimmen hintereinander zu machen, Oha, die ich krass. Kann. Okay, let's go. Hallo Kinder, mögt ihr Krabbenburger? Haha, jeder liebt Krabbenburger, Patrick! LOL! Juhu, here we go! Ich finde das natürlich hammer mega geil. Ja. Yeah. Mach mal ein bisschen Lärm, du kleinen Pisser. Was ist da denn los? Oha. Wie gut kannst du bitte die Stimmen nachmachen? Ey, wirklich, dieser Teddy Comedy, beste Stimme, die er gemacht hat. Richtig krass. 10 Euro, wenn du deine beste Freundin dazu bringen kannst, diese 3 Wörter zu sagen. Hallo? Ja. Lea, du musst mir jetzt kurz helfen, okay? Okay. Okay, schau, wir kriegen gerade den TikTok. Ja. Und du musst 3 Wörter raten. Es geht aber schon los. Ach so, du musst Wörter raten, okay? Schnell, das hat die Zeit schon begonnen, okay? Aber was für Wörter muss ich raten? Schau, hör zu. Wie sagt man zum Beispiel noch zu Unterwäsche? Lingerie. Lingerie, Junge. Nicht beide Teile, nicht bei ein Teil davon. Nenn mir einfach einen Namen. Unterhose. Wenn ich nach Hause fahren will. Aber mein Vater kann mich nicht abholen. Was kann ich noch anrufen und sagen, komm ich abholen? Taxi. Okay, gut. In die Schule unterrichtet mir wer? Weiblich? Lehrerin. Wir haben es geschafft, Lea. Das für dich. Dankeschön. Oh, 10 Euro, wenn du deine beste Freundin dazu bringen kannst, die...
Meine Mom hat gesagt, wenn die in einer halben Stunde hier nicht raus sind, bevor ich ausgezogen bin, habe ich ein Riesenproblem. Wie soll ich die da jetzt alle rauskriegen und... Okay, einfach mal 24 Tim jetzt. Wohin damit? Soll ich die einfach alle in einen Eimer machen und dann in Slow-Mo hochwerfen? Mama, hast du einen Eimer für mich oder so? Ja. Wo denn? Hallo? Wo denn? Wo? Ja, soll ich einfach den da nehmen? Ja. Ich bin viel zu spät. Jule und Emil sind einfach schon unterwegs. Ich bin verdammt nochmal zu spät. Ich brauche noch ein Sieb und dann kommen die hier alle rein. Die Sache, geht das jetzt überhaupt? Warte mal ganz kurz. Oh. Alter. Oh. Wie lange soll ich denn brauchen? Jetzt da rein. Oh Gott, das sind so viele. Oh Gott, die sehen schon cool aus. Wie lange soll das denn bitte dauern? Jule und Emil warten. Alter, das ist immer noch nicht voll. Da ich keinen besseren Verwendungszweck habe, werde ich das jetzt einmal hochwerfen und in Slow Motion aufnehmen. Fuck. Ja, oh mein Gott. Klar. Was habe ich getan? Was habe ich getan? Oh mein Gott. Ich habe euch das Slow Motion Video in meine Story gepostet. Schaut euch das mal bitte an. Ach du Kacke. Immer schön Insta-Story-Werbung. Ich habe hier einen Würfel, ja. Aber okay. Der ist zusammengepresst zu so einer Platte. Aber es ist ein ganzer Würfel, wirklich. Ja. Auf der Seite ist zum Beispiel die 1, auf der Seite ist die 4. Und andere Seite ist... Genau, wir können würfeln, dann ist hier die 3 und da ist die 6, das hast du schon genau richtig gesehen. Aber du wirktest jetzt noch nicht so ganz verzaubert irgendwie, warum? Weil ich das schon kenne. Das heißt, du weißt, dass wenn ich hier die Hand davor halte, dass, oh, hier ist eine 4 und so ist es eine 6, blablabla. Aber was, wenn ich dir sage, dass da wirklich ein Punkt hinter ist? Das okay. Wirklich die 6 und da ist auf der Seite auch wirklich die 3. Oh ja. Und die höchste Zahl auf dem Würfel ist? Die 6. Nee, die 8, ist doch klar. Hä? Und was ist die höchste Zahl auf dem Würfel? Die 6. Weird. Nö, die 8. Ist doch klar. Schaffst du es, alle Fake-Logos zu erkennen? Oh. Jetzt liken und abonnieren. Let's einfach go. Einfach mal ein iCrimex-Short wieder. Let's go. Okay, Leute, ich bin gespannt. Es geht hier direkt los. Oh, das echte ist rechts. Netflix, natürlich kennt man. Ganz klare Sache, Leute, das Rechte ist hier das Richtige. Ja, weil das ja. Sieht man irgendwie so an dieser Kontur, Leute. Das ist relativ diesen einfach. Schatten noch. Halt, ne? So, und die Auflösung? Ja. Ja, natürlich, Leute. Rechts war richtig. Okay, oh. Oh, das ist schwer, Leute. PayPal. Ich glaube, das Echte ist rechts. Oh, Alter, okay, das ist schon schwieriger. PayPal? Ey, nein. Ah, mein Gefühl sagt mir irgendwie das Linke, dass das hellere Blau vorne zuerst lol, kommt. Lol, echt nicht. Ich glaube, rechts ist echt. Das ist schon schwierig. Ja, nein, let's nein, go. Falsch, Leute. Hättet ihr es gewusst? Okay, Spot oh, easy. Oh, ganz, ja, ganz safe rechts. Drei Striche, nicht 4. Ja. Das ist noch relativ einfach. Da bin ich mir sehr, sehr sicher. Das sieht komisch aus mit 4 Strichen. Ja, und das Auflösung. Ja, okay, Leute. Das war jetzt mal wieder richtig. Okay, komm. Oh, Leute, das kenne ich gar nicht. Was? Cartoon Network? Ich glaube, hier ist links echt. Eins machen wir noch. Cartoon Network. C, links. Links. Oha, ja, nice. Alles okay, richtig let's gehabt, go. Leute. Hast du alle Fake-Logos erkannt? Liken und abonnieren. Leute, der Typ baut wieder was mit Schokolade. Und eigentlich sollte ich jetzt Mathe lernen. Aber stattdessen schauen wir uns lieber das TikTok an. Und ey, diesmal habe ich es mir wirklich noch nicht angeschaut. Ich habe keine Ahnung, was das sein könnte. Ich habe keine Ahnung. Ah, was wird das? Das ist auf jeden Fall kein Tischkicker wie gestern. Oh mein Gott, die haben ein Riesen-Osterei gemacht. Das... ist kein... Okay, lol. Das war's mit dem Osterei. Ich habe keine Ahnung, was das sein könnte. Lol, wird das so ein Dinosaurier? Oh mein Gott, das ist ein Wal. Oder? Lol. Ey, Leute, wenn das jetzt wirklich ein Wal ist, dann da fühle ich mich aber krass, weil ich es jetzt schon erraten. Okay, vielleicht war das auch nicht so schwer, ich weiß es nicht. Ja, Leute, das ist ein Wal. Oder oh die heißen Gott. Doch Wal. Oder ist das Delfin? Nein, das ist kein Delfin. Ich kann Delfin und Wale nicht unterscheiden, das tut mir leid. Die sehen irgendwie gleich aus für mich. Guck, das könnte ein Delfin Alter. Und ein Wal sein. Es könnte auch irgendein anderes Meerestier. Ich kenne mich. Ey Leute, übelst krass, aber die hier unten regt mich ein bisschen auf. Mit Meerestieren nicht aus. Ich weiß auf jeden Fall, dass es keine Giraffe ist und das reicht mir dann auch. Leute, der Typ baut wieder was mit Schokolade und eigentlich. Mein Kollege und ich haben eine 100-Euro-Wette abgeschlossen, dass ich es schaffe, ihm eine 1 Meter Pizza zu liefern und das Ganze in 3 Stunden. Das Problem, welche Pizzeria bietet eine Pizza an, die 1 Meter lang ist? Ich habe bei 25 verschiedenen Pizzerien angerufen Yo. Und gefragt, ist es möglich, eine 1 Meter lange Pizza zu machen? Ich rief eine Pizzeria nach der anderen an, Yo. Aber bekam nur Absagen. Aber dann war da ein Typ namens Richie. Ja, ist möglich. Wir haben nicht mehr viel Zeit, also habe ich mir schnell die Schuhe angezogen und bin los. Ach ja, und den Titel Mr. Ungeblitzt habe ich dann auch verloren. Aber egal, ab in die Pizzeria. Okay, wir brauchen jetzt diese 1 Meter Pizza in 40 Minuten. Schaffen wir das?
Wie schaffen wir das? Wie willst du mich verarschen oder was? Okay, wenn er nicht dran glaubt, dann ich. Richie hat mir einfach nur den Teig ready gemacht und ich habe alles andere gemacht. Oh. 25 Minuten später war die Pizza fertig und somit haben wir nur mal 15 Minuten übrig. Mit dem fetten Pizzakarton und offenen Schuhbändern bin ich zum Auto gelaufen und exakt 13 Minuten später bin ich am Treffpunkt angekommen. Und da steht er, der Verlierer der Wette. Und wenn ich das nächste Mal den Meter Pizza in unter einer Stunde alleine aufessen soll, abonnieren. Mein Kollege und ich haben eine 100-Euro-Wette abgeschlossen. 400 Euro für dich, wenn du es schaffst, den Diamantblock ohne das Wasser zu berühren, da rausbekommst. Und, Junge, was? Du darfst keinen Block da drin setzen. Das heißt, du darfst das Wasser nicht berühren und du musst den Diamantblock rausbekommen. Wie soll denn das gehen? Niemand kommt auf die Lösung. Es gibt also eine Lösung. Es gibt eine. Lasst einen Daumen nach oben da, wenn ihr gerade auch nicht die Lösung kennt. Ich wünsche dir ganz viel Spaß dabei. Boah, keine Ahnung, ehrlich gesagt gerade. Ich weiß, wie ich es mache. Okay, erstmal brauche ich Teppich. Dass du darauf kommst. Oh mein Gott. Aber du wirst es nicht. Man kann auf Teppich drauflaufen. Okay. Wenn du das schaffst. Jetzt kommt da ein Schleimblock hin. Hahaha. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ja, ich werde sowas von schaffen. Ja. Oh mein Gott. Jetzt noch ein höher. Und da hab ich den Diamantblock. Wow. Ja! 400 Euro für dich. Ey, das fand ich sehr krass, das Short nochmal, muss ich echt sagen. Ich kaufe meinem kleinen Cousin alles, was er trifft. Ich habe eine Map erstellt mit bei mir auch immer der kleine Cousin. Verschiedenen Sachen drauf und habe meinen kleinen Cousin mit 3 Dartpfeilen auf diese werfen lassen. Da, wo der Pfeil landet, muss ich ihm dann alles kaufen, was er will. Oha. Mit dem kleinen Haken, dass es neben Gucci oder Mediamarkt auch Sachen wie Haare färben oder Gelnägel machen gibt. Oh. Der erste Pfeil ging einfach direkt auf das Schlimmste, und zwar Haare färben. Kurz am Zufallsrad gedreht, entschieden wir dann die Farbe und haben uns direkt auf den Weg zum Friseur gemacht. Es ist blau! Er hat es einfach wirklich durchgezogen. Oha. Ich kann es nicht glauben. Wenn ihr sehen wollt, wie seine Eltern reagiert haben oder wissen wollt, was bei den anderen 2 Würfen passiert ist, dann checkt jetzt das ganze Video ab. Ich kaufe... Ja, auch sehr witziges Short, Leute. Ich würde sagen, das soll es dann auch gewesen sein. Lasst nochmal ein Like, kostenloses Abo da. Wir sehen uns bis dann. Ciao.